Ja, liebe Friederike, vielen Dank für diese freundlichen Worte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde des Deutschen Archäologischen Instituts, meine Damen und Herren, unser heutiges Erlebnis, das darf ich vielleicht dann an dieser Stelle trotzdem sagen, mit Großbaustellen, ist von Enttäuschungen begleitet. Hier in Berlin darf man wohl den Flughafen Schönefeld nicht mehr erwähnen, in Hamburg die Elbphilharmonie, in Stuttgart den Bahnhof 21, in Bonn dürfte der Schürmannbau traumatische Erinnerungen wecken und in Rom sind die nie fertiggestellten Bauten zur Schwimmmeisterschaft 2009 des spanischen Architekten Santiago Calatrava als Ruine für jeden präsent, der die Stadt auf der Autostrada Richtung Neapel verlässt. Schuld ist nicht das Bauministerium, das ist mir auch klar. In einer derartigen Situation, wo muss ich hier, da? Mag mancher Zeiten herbeisehnen, in denen es scheinbar geordneter zuging. Das Kolosseum in wenigen Jahren so gut gebaut wurde, dass es heute sogar seiner Eisendübel im Mittelalter beraubt, in großen Teilen dennoch steht. Oder auch die Palastanlage auf dem Palatin innerhalb eines Jahrzehnts unter Domitian in ihren Grundzügen so weit abgeschlossen war, dass die römischen Kaiser die nächsten 300 Jahre und sogar noch darüber hinaus von dieser Substanz leben konnten. Einer der Schwerpunkte der Forschung des Deutschen Archäologischen Instituts in Italien liegt im Bereich der Bauten der Kaiser. Das hat, wie wir sehen werden, eine lange Tradition. Und das Thema verbindet heute die Abteilung Rom mit vielen weiteren Partnern, etwa dem Architekturreferat der Zentrale. Vor einiger Zeit hat Ulrike Wulfreit in einem dieser Festvorträge über die Arbeiten auf dem Palatin berichtet. Hier sehen Sie Ausschnitte aus dieser Arbeit. Und mit vielen unterschiedlichen Disziplinen in verschiedenen Ländern. Von italienischer Seite seien die Kolleginnen und Kollegen der Antikendienste und Universitäten an dieser Stelle dankbar erwähnt. Trotz dieser kollektiven Bemühung um kaiserliche Bauten ist es nicht leicht, die Gründe für die bemerkenswerte Qualität von Architektur in 45 Minuten zu erklären. Denn viele Ebenen des antiken Lebens sind darin zu berücksichtigen. Planung, Finanzierung, Ausführung. Dabei stand man auf allen diesen Feldern in Traditionen, die schon zuvor in der Zeit der Republik ganz erstaunliche Leistungen ermöglicht hatten. Zudem begleiteten kontroverse Diskussionen um Bauten die Vorgänge, denn mit ihnen waren Aussagen über Selbstverständnis und Anspruch der Herrscher verbunden. Die Nachfolger mussten tunlichst vermeiden, die Fehler ihrer Vorgänger noch einmal zu machen. Die Kaiser besaßen, wie es Paul Zanker aufgezeigt hat, in Rom so etwas wie das Monopol des Bauens. Dieses Verhältnis etablierte sich schon zunehmend unter Augustus, unter dem die Mitglieder der Senatsaristokratie nur noch vereinzelt öffentliche Großbauten errichteten. Immer mehr übernahm der Princeps allein die Aufgabe. Mit dem Einsatz der Kaiser und ihrer Familienangehörigen verbanden sich die großen Fora und die großen Thermenanlagen, denken Sie an die Caracalla, Diokletianstherme, aber auch Bauten für Spiele. Überdies statteten sie frühere Bauten, wie beispielsweise das Theater des Pompeius, prächtiger aus oder bauten sie neu, wie das Pantheon. Hinzu kamen die Anlagen, die der Sphäre des Wohnens und der persönlichen Repräsentation des Kaisers vorbehalten waren und die immer mehr an Ausdehnung gewannen. Bei der Gestaltung der Wohnbauten waren Fehler sehr leicht möglich und dem Kaiser wurden Übergriffe gegen herrschende Vorstellungen dabei dann schnell zur Last gelegt. Das wohl bekannteste Beispiel bietet das Goldene Haus des Nero, ebenfalls ein Forschungsprojekt unserer Abteilung, hier eine Aquarell
von Margarete Schützenberger. Verbreitet ist die von antiken Polemiken genährte Vorstellung, dass als höchste Steigerung ein Kaiser größenwahnsinnig die Stadt anzünden konnte, um genügend Platz für seine Großbauten zu gewinnen. Aber auch ein römischer Prinkeps musste anschließend die finanziellen Mittel aufbringen, die Grundstücke kaufen, die Arbeiten organisieren und war damit an eine Fülle von Verpflichtungen gebunden. Ich beginne mit einem konkreten Beispiel aus den Forschungen unserer Abteilung. Die Arbeiten in der Villa des Domitian in Castel Gandolfo gehen schon in das 19. Jahrhundert zurück. Wilhelm Hensen, seinerzeit der erste Sekretär des Instituto di Correspondenza Archeologica, also sozusagen mein Vorgänger und als Sekretär fühle ich mich häufig auch noch, gab in den Jahren vor 1852 bei Pietro Rosa, nach 1870 immerhin der Leiter der staatlichen Antikenbehörde Roms, Zeichnungen in Auftrag, in denen die großen Baukomplexe von Castel Gandolfo und Albano erfasst wurden. Die Finanzen des Instituts reichten seinerzeit nicht aus, die Dokumentation endgültig zu erwerben, weswegen sie sich heute in Rimini befindet. Aber Hensen hat sie in der Winkelmannsadonnanz von 1852 persönlich erläutert. Ein Ausschnitt davon schmückt die Einladung für diesen Vortrag. Das werden Sie ja wohl bemerkt haben. Also hier, jetzt sehe ich das doch nicht, diesen Teil da oben. Naja, das ist wie ein Suchbild dann. Domitian war der letzte Princeps der Dynastie der Flavier und regierte von 81 bis 96 nach Christus. Die Grenzen der Villa des Kaisers sind nicht exakt bekannt. Zu vermuten sind natürlich der See, der Albaner See und die Via Appia und die Ortschaften Castel Gandolfo und Albano. Schon in dieser Ausdehnung gehörte sie zu den größten Kaiservillen überhaupt und kam der bekannten Anlage des Hadrian in Tivoli etwa gleich. Also in Rot habe ich anzudeuten versucht, die ungefähre Begrenzung dieser beiden Villen. Den Kern bildete eine Abfolge mehrerer Terrassen im Zentrum. Die oberste trug eine Serie von riesigen Zisternen. Versuchen Sie sich an dem Schnitt zu orientieren, nicht? Da können Sie die oberste Terrasse erkennen. Da, ja, jetzt habe ich es auch begriffen. Ich sehe es noch nicht richtig. Diese Zisternen, mit denen der große Bedarf an Wasser für die Villa gedeckt wurde. Dort dürfen wir auch Räumlichkeiten für Dienst- und Wachpersonal vermuten, deren Friedhof in dem Bereich gefunden wurde. Die Terrasse darunter schloss im Westen eine Mauer mit großen Nischen ab, die sehen Sie in dem Piranesi-Stich hier unten ja sehr gut, diese Mauer, und können sie damit zur Deckung bringen mit der Zeichnung. Und eine der Nischen eben rechts unten im Bild. Das hat sich alles vollständig so erhalten, wie es Piranesi gezeigt hat. Und im Norden endete die Terrasse mit einem Theater und wohl einer Thermenanlage, nicht? Da können Sie das gerade noch erahnen. Während im Süden dann der eigentliche Wohnbereich des Kaisers zu vermuten ist, der neben vielen anderen Räumlichkeiten wiederum eine größere Badeanlage und eine Reihe von Speiseräumen enthielt. Dieser Terrasse war eine riesige Halle von einer Länge von 340 Metern vorgelagert, die in der Antike offenbar den Hauptzugang in das Innere der Villa gebildet hat. Also hier in dem
Piranesi sticht das Innere, das Äußere, der heutige Zustand. Da hat sich wenig geändert. Theater und diese Kryptoportikus sind heute noch so weit erhalten, dass sich aus Mauern und Bauteilen ihr Aufbau vollständig erschließen lässt. Eine Arbeit, die von Ulrike Hess und mir in den vergangenen Jahrzehnten geleistet wurde. Dabei wurden wir von einer Fülle von weiteren Helfern und Institutionen unterstützt, unter denen ich an dieser Stelle lediglich die Direktion der Villa Pontificia mit ihren Direktoren Carlo Ponti und jetzt Saverio Petrillo dankbar erwähne. Hinzu kommt der seinerzeitige Direktor der Vatikanischen Museen, Paolo Liverani. Kryptoportikus und Theater enthalten gleich mehrere Superlative und eröffnen einen Einblick in die Vorgänge, die bei der Anlage solcher Großbauten erforderlich waren. Wie erwähnt, bildete die Kryptoportikus den vorderen Abschluss der Hauptterrasse innerhalb der Villa. Ihre 340 Meter Länge entsprachen dabei etwa 1200 römischen Fuß. Die Halle selbst war 7,35 Meter breit und im Scheitel des Gewölbes 10,30 Meter hoch. Damit stellte sie die größte bekannte Halle ihrer Art dar, sowohl unter den privaten wie den öffentlichen Bauten des Imperium Romanum. Der Gang war nach unserer Rekonstruktion in zwei Teile gegliedert. Den nördlichen, etwa 250 Meter langen Abschnitt mit einer wohl mit Gold verzierten Kassettendecke. Hier haben Sie einen Blick in die Kassettendecke. Und wurde von der Seite durch eine dichte Folge von Fenstern beleuchtet, wenn Sie sich da auf dem rechten Teil dieses Bildes in der Mitte orientieren. Der südliche, insgesamt 90 Meter lange Abschnitt endete in einer Treppe, die zwischen den beiden Terrassenniveaus vermittelte. Die Halbtonne in diesem Bereich war glatt belassen, dort sehen Sie die Treppe und den oberen Abschluss, und in sie waren zu beiden Seiten Reihen kleiner Fenster eingefügt, sodass innerhalb des Ganges das Licht zunächst von der Seite und im zweiten Abschnitt von oben einfiel. Das Innere war in der ersten Phase ausgemalt gewesen, wobei die erhaltenen Reste eine Serie von römischen Gardisten, Zenturionen, zu erkennen geben. In einer zweiten Phase wurde dieser Dekor durch Marmorinkrustationen überzogen. Nicht weit entfernt vom Fußende der genannten Treppe öffneten sich zwei große Nischen, vielleicht für den Aufenthalt von Personal und die zur Schaustellung kostbarer Objekte oder von Tieren. Also in dieser Position da unten. Nee, das ist wirklich hoffnungslos. Innerhalb der Gesamtanlage vermittelte dieser Gang zwischen den Terrassen. Dazu muss man sich den Weg eines Besuchers in der Antike vergegenwärtigen. Sie näherten sich auf der Via Appia, also unten mit dem schwarzen Rechteck markiert, wo sich bei jüngeren Grabungen die baulichen Reste ausgedehnter Räumlichkeiten gefunden haben. Sie sind wohl als Vestibül zu verstehen, das man passieren musste, um im Inneren des Terrains auf einer bequemen Straße zum nördlichen Eingang der Kryptoportikus zu gelangen, mit dem roten Kreis markiert, und die Straße sehen Sie hier rechts. Sie führte den Besucher durch den Gang zu der Treppe am Ende, die ich schon gezeigt hatte. Dabei fehlen seitliche Türen. Der Besucher wurde also durch die Dynamik der Raumkonstellation immer weiter nach vorne getrieben, vielleicht zusätzlich inspiriert durch die Abfolge der unterschiedlich breiten Fenster, die in ihrer Disposition so etwas wie eine Wellenbewegung im Lichtfluss erzeugten. Um die Bedeutung des Ganges im Kontext der Villa zu verstehen, ist es erforderlich, sich den Tagesablauf eines römischen Nobiles vor Augen zu halten. Am Morgen empfing er seine Klientel
im Atrium. Die Klientel wuchs in der Zeit der Republik zu großen und sozial heterogenen Gruppen an, sodass in den besseren Häusern der Senatoren, hier links zwei Beispiele aus Pompeji, möglicherweise darauf abgestimmt, zwei Atria angelegt wurden. Wie Alois Winterling gezeigt hat, war die Klientel eines Kaisers kaum mehr zu überblicken, da im Prinzip jeder zugelassen war, jeder römische Bürger. Allerdings genossen die Senatoren darunter eine privilegierte Stellung, mussten aber etwa unter Domitian auch nach Möglichkeit alle an der morgendlichen Salutatio teilnehmen. Der durch die Kryptoportikus gestaltete Raum war ideal für eine derartige Aufwartung geeignet. Der Kaiser konnte auf dem Podium oberhalb des Treppenlaufes Platz nehmen, entsprechend gerahmt und begleitet von Prätorianern, Personal und ausgewählten Amtsinhabern, so wie das in etwa auf diesen Münzen neronischer Zeit daneben angedeutet wird. Im Gang unter ihm hingegen traten die unterschiedlichen Gruppen der Bevölkerung gestaffelt auf und dem Herrscher bot sich hinlänglich Gelegenheit, mit ihnen jeweils angemessen in Verbindung zu treten, von einer allgemeinen Begrüßung bis hin zum Einzelgespräch. Die Salutatio der Kaiserzeit bildete also, wie es Plinius in seiner Lobrede auf Kaiser Trajan rühmend hervorhob, unter einem guten Kaiser einen Ort der Muse, des Otium. Denn der Kaiser verbrachte sie gemeinsam mit seinen Besuchern und die Gäste fühlten sich wie in einem gemeinsamen Haus, in Comuni Domo. Nach anderen Zeugnissen hören wir, dass etwa in der Area Palatina, dem Vestibül des Palastes auf dem Palatin, während des Wartens auf den Kaiser unter anderem philosophische und literarische Werke diskutiert wurden. Dieser Einblick in die Lebenswelt des Kaisers erleichtert, so meine ich, das Verständnis der Großbaustelle Villa des Domitian. Zunächst musste ein Konzept geschaffen werden, das umso mehr an Überzeugung gewann, als es in sich ausgereift den Interessen des Bauherrn und unterschiedlichen Gruppen der Bevölkerung entsprach. Domitian stand in der Tradition der Senatoren Roms und Italiens, die schon früher in ihren Villen ähnliche Konzepte hatten umsetzen lassen. Als Beispiel mag hier die Anlage von Sette Finestre im südlichen Etrurien dienen, die Sie links sehen. Eine Kryptoportikus schloss auch dort die Terrasse mit dem Herrenhaus der Pars Urbana nach vorne ab. Die geniale Idee in der Villa des Domitian lag darin, diesen Unterbau, der traditionellerweise entweder als Vorratsraum oder als Rückzugsort an heißen Tagen diente, in einen Durchgang und Empfangssaal zu verwandeln. Hinzu kam die überragende Größe, die alles Frühere in den Schatten stellte. Wer diese Idee entwickelt hatte, wissen wir nicht. Neben dem Kaiser kommen sein Konzilium in Frage, ein Kreis von ausgewählten Senatoren seines Vertrauens, mit denen er unter anderem solche Projekte besprach. Dann aber wurden die Bauten ausgelobt und ein Kreis von Architekten herangezogen. In den attischen Nächten des Gellius etwa wird beschrieben, wie Cornelius Fronto bei einem Gastmahl mit vielen Teilnehmern eine große Gruppe von Architekten geladen hatte, die ihm Pläne für eine Badeanlage vorführten. Als Fronto einen von ihnen fragte, was die Ausführung kosten werde, erhielt er als Antwort etwa 300.000 Sesterzen. Und jemand aus dem Freundeskreis fügte gleich hinzu und 50.000 mehr. Angesichts heutiger Steigerung wirkt diese Vermehrung von 15% allerdings geradezu vernachlässigenswert. Das darf ich vielleicht sogar hier sagen, oder? Ob der Kaiser über so etwas wie einen Hofarchitekten verfügte, wie bei Domitian gerne mit Blick auf Rabirius behauptet wird, erscheint mir eher zweifelhaft, spielt an dieser Stelle aber keine Rolle, denn in jedem Fall werden wir von einer intensiven Erörterung des Konzeptes der Probleme im Umfeld des Kaisers ausgehen können. In diesem Zusammenhang wüsste man gerne, wie der Kaiser mit dem ideologischen Risiko umging.
Denn gerade die Einzigartigkeit des Baus zusammen mit seiner unerhörten Größe öffneten die Tür für Fehlverständnis und gehässige Interpretationen unter der Bevölkerung. Zeugnisse dafür gab es in großer Zahl und besonders die Überlieferung zur Domus Aurea, dem Palast des Nero in Rom, belegt solche Polemiken. Domitian und seine Vertrauten kannten ganz gewiss diese Kritik und mussten sie mit in ihr Kalkül einbeziehen. Wie weit sie da auf Risiko setzten oder womöglich einfach ihren Wünschen in der Konzeption freien Lauf ließen, lässt sich allerdings kaum mehr beantworten. Plinius hob in seiner erwähnten Lobrede auf den nicht unmittelbaren, aber fast unmittelbaren Nachfolger des Domitian Trajan durchgehend das Schreckensregime Domitians von dem glücklichen Zeitalter unter Trajan ab. Ich zitiere: In edler Absicht hatte dein Vater, Nerva ist da gemeint, dieser unzugänglichen Burg, also Palatin, die der Kaiserpalast vor eurer Regierungszeit gewesen war, die Aufschrift gegeben, Haus der Allgemeinheit, Aedes Publicae. Und weiter, nach dieser Verwandlung gibt es keine Riegel, keine entwürdigen Stufen. Man muss nicht 1000 Türen durchschreiten, um dahinter immer wieder irgendwelche neuen, beträchtlichen Hindernisse vorzufinden. Bei seinem Nachvorgänger Domitian herrschte vor dem Portal, zitiere wieder, eine Atmosphäre des Schreckens, der Bedrohung und der Furcht, die gleichermaßen Zugelassene und Abgewiesene erfasste. Gerade diese Polemik bietet aber die Stichworte, die Architektur der Kryptoporticus im Albanum des Domitian ganz anders zu lesen. Denn erst seine Größe erlaubte es, der Klientel beim Morgenempfang, von der Intention her also allen Bürgern Roms, so luxuriös Raum zu bieten, dass sie den Aufenthalt dort als eine Art Otium mit Blick in eine Gartenlandschaft verstehen konnten. Und in der Polemik wird nicht etwa erklärt, dass die Treppen und Türen entfernt wurden, sondern die schlichte Neuetikettierung der Anlage als Haus des Volkes und ein anderes Verhalten des Kaisers reichte aus. Mit ihrem ideologischen Konzept lagen Domitian, seine Berater und Architekten also nicht so falsch. Andernfalls hätten die Nachfolger des Kaisers diese Anlagen in der Villa nicht unverändert gelassen, was bei der Domus Aurea ja bekanntermaßen geschah. Also der See wurde in das Kolosseum verwandelt. Zur praktischen Organisation der Großbaustellen sei nur so viel gesagt. Die Arbeiten wurden an private Firmen, Redemptores, vergeben, die von dem leitenden Architekten und dem Kurator des gesamten Unternehmens für die Villa des Domitian in Freigelassenheit beaufsichtigt wurden. Diese Redemptores erfreuten sich dabei gewisser Freiheiten, wie Lynne Lancaster am Amphitheatrum Flavium nachweisen konnte. Denn dort wurden die Treppenläufe an einer Ecke, ich probiere es nochmal, da die blau umrahmt ist, anders als im übrigen Bau geführt. Also wenn Sie mal das Gelbe und das Blaue durchzählen, dann werden Sie es merken, dass das da ganz anders ist. Der Bauleiter hatte den Plan also offenbar falsch gelesen. Die Baulose sind in unserer Kryptoporticus aber nicht mehr erkennbar und das wird wohl auch nicht möglich sein, weil wir an die Mauern nicht mehr im Eigentlichen rankommen. Der Rohbau einer Anlage wie der Kryptoporticus konnte in einer solchen Konstellation in wenigen Wochen errichtet werden, wie wiederum einige glücklicherweise erhaltene Dipinti-Inschriften an den Thermen des Trajan belegen, die Rita Wolpe untersucht hat. Dort sind die einzelnen Tageslose angegeben. Eine der Unternehmerfamilien, die Hatterii, kennen wir aus ihrem Grab in Rom. Unter ihren Bauten, die sie voller Stolz geradezu als Redemptoris Operis Caesaris, kaiserliche Hofbaumeister, wie es in einigen Inschriften, nicht bei den Hatterii heißt, in einem Relief aufführten, erscheint auch das Amphitheater. Der Dekor ihres Grabbaus belegt, dass sie eine große Zahl an wohl verworfenen Marmorteilen, etwa für den berühmten Rosenpfeiler, in ihrem Grabmal wiederverwendeten. Einige haben dabei übertrieben.
Denn Sueton überliefert, dass Domitian einen Redemptor, der allzu viele Blöcke beim Neubau des Kapitolstempels für sein Mausoleum abzweigte, hinrichten, in den Tiber werfen und das Grabmal niederreißen ließ. Die Ziegelproduktion, die Marmorbrüche und andere Einrichtungen, die für den Marmorbetrieb entscheidende Bedeutung besaßen, lagen vielfach in der Hand von Angehörigen der Familie des Kaisers mitsamt ihren Freigelassenen und Sklaven. Hinzu kam die Logistik des Reiches. Dennoch waren die Kosten für solche Bauten hoch. Für die Thermen des Caracalla hat Janet Delane 12 bis 14 Millionen Castrensis Modii berechnet. Also das ist ihre Umrechnungsmöglichkeit. Die oben erwähnten Thermen des Fronto mit den Plänen der Architekten hätten übrigens ein Zweitausendstel davon betragen. Der Unterhalt der Armee kostete pro Jahr zwischen 44 bis 150 Millionen Castrensis Modii, also das Zehnfache nun wiederum der Thermen des Caracalla. Zum einen wird daran deutlich, wie unsicher natürlich diese Berechnungen ausfallen, zugleich aber auch, dass Großbauten nun wirklich einen großen Anteil am Gesamtbudget des Kaisers besaßen. Gemessen an den Thermen dürfte die Krypta Porticus weniger als ein Zehntel, also umgekehrt ca. 10 Millionen Denare gekostet haben. Ich habe das versucht, hier Ihnen im größenmaßstäblichen Vergleich etwas zu verdeutlichen. Entgegen der böswilligen Überlieferung der antiken Zeitgenossen war die Geldpolitik des Domitian nach Aussage der Münzen und ihrer Nutzung sehr solide, sodass es offenbar keine Probleme hatte, solche umfangreichen Programme durchzuführen. Denn in seiner Regierungszeit errichtete er nicht nur neue Residenzen auf dem Palatin und seine Villen, auch noch weitere Villen neben Castel Gandolfo, sondern unter ihm veränderte sich auch das Gesicht Roms in entscheidender Weise. Hier seien lediglich die Bauten für Spiele genannt. Er initiierte 4 Jahre nach Beginn seiner Herrschaft 2 neue, viele Tage lang dauernde Spiele mit jeweils einer Fülle von Wettkämpfen mit allen Altersklassen, die Quinquatria zu Ehren der Minerva, also der Athena, Ende März, und den Agon Capitolinus Anfang Juni, die einen in der Villa von Castel Gandolfo, der andere, der Agon, in Rom. Für die Austragung der Wettkämpfe wurden jeweils entsprechende Bauten errichtet oder von Grund auf völlig neu gestaltet. Die Villa wurde um ein kleines Theater von bisher unbekannter Pracht erweitert, besonders was die Wasserspiele, die Sie links unten in den Nischen sehen können, anging. Andere Bauten mögen hinzugekommen sein, denn zum Festprogramm zählten neben den Dichterlesungen auch hippische und gymnische Wettkämpfe. Der Dichter Statius gewann hier seinen Preis, zu seinem Leidwesen nicht im Agon Capitolinus, der offenbar deutlich höher bewertet wurde. Für die Wettkämpfe entstanden in Rom umfangreiche Baukomplexe. Im Stadion der heutigen Piazza Navona wurden die gymnischen Agone ausgerichtet. Südlich davon schloss ein Odeion für Dichterlesungen und ähnliche Wettkämpfe an. Von diesem Bau ist allerdings kaum etwas erhalten. Wie Fedora Filippi und ich ausgehend von einem Fragment, das bei den jüngsten Untersuchungen für den Neubau der U-Bahn gefunden wurde, wahrscheinlich machen konnten, erhielt das Theater des Pompeius, die größte Anlage dieser Art in Rom, eine völlig neue Bühne aus Marmor und auch das Innere des Zuschauerraums wurde reich mit Stuck ausgestaltet. Also das sind jüngste Grabungen, kann man gar nicht sagen. Schürfungen, Reparaturen in dem Bereich. In diesem Kontext könnte auch eine Reihe von Bauteilen gehören, die zusammen mit den bekannten Reliefs von der Cancelleria gefunden und von Markus Wolf im Auftrag unserer Abteilung neu untersucht wurden. Sie lassen sich als Eingangsbogen eines großen Baukomplexes eben in diesem Areal verstehen. In der Zeit des Domitian wurde auch das flavische Amphitheater tiefgreifend noch einmal verändert. Unterhalb der Arena entstand ein umfangreiches System von Aufzügen, mit denen auf der Spielfläche eine Fülle überraschender
und illusionistische Effekte während der Kämpfe erzeugt werden konnten. Diese Anlagen hat Heinz Beste untersucht, wobei er unterschiedliche Phasen und stete Verbesserungen dieser Aufzüge unterscheiden konnte. Insgesamt aber öffneten die Techniken neue und vor allem sehr viel differenziertere Möglichkeiten im Spielbetrieb dieser Großarena, nicht sozusagen links gegen rechts unten. Links ist etwas langweilig mit dem einen Löwen. Auch hier stellte sich ein ideologisches Risiko. Plinius in der erwähnten Lobrede hob hervor, dass man, zitiere, die Lobeshymnen, Laudes, auf Domitian sogar bei öffentlichen Schauspielen vortrug. Dann verrät er sich aber wiederum, selbst wenn er fortfährt, das Empörendste an der Sache aber war, dass die Lobesprüche zur gleichen Zeit im Senat und auf der Bühne vom Konsul und vom Komödianten aufgesagt wurden. Der Senat riskierte also unter Domitian sein Monopol auf den Lobpreis und damit den engen Kontakt zum Princeps zu verlieren. Die hippischen Wettkämpfe des Agon Capitolinus wurden im Circus Maximus ausgetragen, der unter den flavischen Kaisern nach dem Brand von 64 nach Christus ebenfalls im großen Umfang erneuert wurde. In der Lobrede ging Plinius darauf indirekt ein. Trajan habe 5000 neue Sitzplätze hinzugefügt. Das wirkt bei 100.000 geschätzten Sitzplätzen insgesamt nicht gerade überwältigend. Plinius beeilt sich dann auch, die konzeptionellen Veränderungen herauszustreichen. Ich zitiere wieder, zwischen den Plätzen des Volkes und dem des Princeps ist kein Unterschied mehr erkennbar. Zwei Sätze später, also hat der Cäsar als Zuschauer genauso wenig eine eigene Ehrentribüne, wie er ein eigenes Schauspiel genießt. Die Zuschauer werden nicht die Loge des Princeps, sondern den Princeps selbst in aller Öffentlichkeit schauen können, wie er da mitten unter seinem Volke sitzt, in populo sedentem. Ob der Unterschied konkret so deutlich ausfiel, wie ihn Plinius interpretiert, kann bezweifelt werden. Trajan saß zwischen den Senatoren und nicht im Volk. Und merkwürdigerweise gibt eine Münze trajanischer Zeit, links unten, das Tribunal isoliert weder. Und von Domitian wissen wir, dass er bei den kapitolinischen Spielen in griechischer Manier als Agonothet auftrat, also als Leiter der Spiele. Nicht als Imperator. Die Agonotheten besaßen aber schon in griechischen Theatern ihre isolierten Ehrensitze. Die Spiele während des Festes für Minerva in der Villa in Castel Gandolfo enthielten in der Tat eine gewisse Ambiguität. Man konnte die Spiele dort leichter als dem Princeps reserviert diffamieren, wie es schon Nero in anderem Zusammenhang nachgesagt wurde. Aber zugleich standen sie ähnlich wie bei der Kryptoporticus dem Volk offen. Die Standesunterschiede waren dort wieder relativiert, wie man deutlich an der Gestaltung der Sitzstufen des Theaters sieht, die anders als alle anderen Theater im Reich nicht die den Senatoren vorbehaltenen breiteren Reihen im unteren Abschnitt besaßen. Die sozialen Zuordnungen wurden mit den Mitteln der Architektur neu definiert. Und das muss so stark spürbar gewesen sein, dass die Senatoren mit der Relativierung ihrer Privilegien im Umfeld des Princeps dagegen Widerstand leisteten. Kaiserliche Großbauten dienten also nicht nur dazu, die Principes in steter Fürsorge für die Kapitale des Imperium Romanum zu zeigen oder etwa für Arbeit zu sorgen. Vielmehr gaben sie in außerordentlich komplexer Weise, hier kamen nur sehr wenige Aspekte zur Sprache, den Anspruch der Herrscher Ausdruck. In ihnen wurden Beziehungen zwischen Herrscher und Volk, aber auch zwischen den verschiedenen Gruppen innerhalb des Volkes in ganz unterschiedlichen Bereichen der Kommunikation immer neu definiert und dazu erforderliche Verhaltensmuster vorgezeichnet, stabilisiert und eingefordert. Diese Impulse gingen vom Herrscher und seiner engsten Umgebung aus. Diese Konstellation dürfte besonders geeignet sein, eine Antwort auf die eingangs gestellte Frage nach der Qualität und Bedeutung der Großbauten im kaiserlichen Rom zu geben. Eine schnelle Umsetzung war unbedingt erforderlich,
denn nicht zuletzt war darin Macht unmittelbar zu spüren. Im politischen System demokratischer Prägung ist es schwieriger und dauert länger, Großprojekte umzusetzen. Das könnte schon ein Blick auf die griechischen Stadtstaaten der Antike belegen. Ein gewisser Preis muss für solche Verhältnisse erbracht werden. Wir haben das ja auch schon gehört, auch wenn es ein wenig melancholisch stimmt, dass heute für die Sanierung eines vergleichsweise bescheidenen Baus in Roms fast die gleiche Zeit erforderlich ist, in der ein römischer Kaiser das Bild seiner Stadt von Grund auf veränderte. Danke sehr.